Also hallo auch von meiner Seite. Vielleicht noch kurz. Wie gesagt, ich bin von Gesagt getan. Wir machen digitales Handwerk aus Salzburg. Ich selber bin stolzer Papa. Frontend-Developer schimpfe ich mich, wobei ich auch viele Neos-Integrationen mache. Ich liebe sauberen Code und bin stolzer Neos-Core-Team-Member und bin auf dem Webpaket seit 1996. Also so quasi, ich bin ein alter Sack im Webbereich. Neos bin ich auch seit der Version 1.0 unterwegs, habe aber ich glaube, war einer der ersten Workshops, so durchgeführt wurden, habe ich teilgenommen beim Christian Müller bei der Inspiring Conference, war davor damals. Und dort hat mich eigentlich dann dieser Neos-Virus wirklich gepackt und war dann infiziert und bin jetzt unheilbar infiziert mit diesem Virus. Und will es einfach noch kurz hier anmerken, wenn ihr das auch wollt oder wenn ihr sagt, ja, ich hätte eigentlich schon Zeit oder ich gehe eh an die Konferenz, wir machen ebenso einen Workshop vor der Konferenz, auch so ein Einsteiger-Workshop 0 bis 100 mit Neos. Den ganzen Tag, wo ihr da quasi lernt, wie baue ich meine Neos-Seite auf. Und ich habe damals, der Workshop war damals, glaube ich, 500 Euro. Das war 1000-mal wert. Und diesmal haben wir uns entschlossen, dass wir sagen, dieser Workshop bieten wir gratis an. Also er kostet euch nichts. Das heißt nicht, dass er nicht wertvoll ist. Der ist enorm wertvoll, aber er kostet euch nichts. Das Einzige, was ihr braucht einfach ein Ticket für die Neos-Conference und dann seid ihr quasi schon dabei. Da könnt ihr euch noch dazu anmelden für diesen Workshop und dann könnt ihr loslegen mit Neos. Und das ist eigentlich eh perfekt, weil dann ist man infiziert, meist ein bisschen angefixt mit dem Thema und dann steigt man voll ein, versteht dann die Talks auch nochmal viel mehr. Gut. Ich muss da kurz den Bildschirm umswitchen, weil ich ja das Gleiche sehen muss wie ihr. So. Perfekt. Also ich bin froh, dass nicht nur Redakteure da sind, sonst wäre mein Talk jetzt schon fertig. Aber was ich euch ein bisschen zeigen will, ist über die verschiedenen Möglichkeiten, wie ich eigentlich eine Seite bauen kann. Und momentan ist es so, es ist jetzt auch eine neue Version am Entstehen, aber wenn ihr mit Composer eine neue Neos-Distribution anlegt, wird automatisch das sogenannte Package neos.demo geladen. Und wenn dann jemand eine Seite aufbaut, wie neos.demo aufgebaut ist und dann stellt eine Frage in Slack, ist dann so die generelle Antwort, meine Güte, bitte mach das nicht so. Also das ist nicht so, das immer dran, das kommt jetzt auch in den nächsten Release, wird es dann gefixt sein, dass immer, das ist auch schon gesäubert auf dem Master, also in Entwicklung. Aber das war quasi ein bisschen früher so. Ich weiß nicht, ich stelle, glaube ich, besser auf weiß um. Da sieht man es ein bisschen besser. So, jetzt gehen wir auf. Ist viel besser, oder? So. Gut. Also früher hat man das ein bisschen typischerweise so gemacht. Ich habe dann Template Path eingegeben und vielleicht noch ein Section Name oder ein Unterteil genommen wurde. Und dann habe ich hier ein Bild definiert, wo ich sage, ja, hol mir dort das Bild und das ist die maximale Größe und das ist die maximale Höhe, aber auch nur, wenn das Bild gerendert wird, wenn das Bild da ist. Der Titeltext ist dann so und so weiter und so fort. Content. Das ist eine Content Collection und hier ist die Primary, das ist auch quasi eine Content Collection. Das wurde alles so aufgebaut. Also früher wurde halt in dem Fusion wurden quasi nur Daten zusammengesammelt und ich habe im Fusion selber nicht gesehen, ja, ich habe gewusst, welche Daten gesammelt werden, mehr nicht. Und dann wurde Fluid angeworfen, das sah dann so aus. Und hier wird zum Beispiel eben das Sprachmenü ausgegeben, hier zum Beispiel der Content, der Teaser, hier der Content Main, hier das Breadcrumb-Menü und so weiter und so fort. Und das war ist am Anfang oder ist vielleicht das klassische Denken, ja, ich habe einen Ort, wo ich die Daten sammle und an dem Ort gebe ich dann das aus. Aber ich habe quasi nicht auf den ersten Blick, sehe ich gar nicht, was jetzt genau passiert. Ich muss immer zwischen den zwei
Orten wechseln. Also ich sehe hier irgendwo, wo ist jetzt schon wieder das Bild, wo wir vorhin geredet haben? Ich finde es jetzt gar nicht. Das ist genau der Punkt. Image URI, okay, wo ist jetzt das? Muss ich dann suchen? Hier. Ah, hier ist das als Background Image definiert. Und so ist es ein bisschen nicht so, bei kleineren Projekten ist das alles in Ordnung, aber bei ein bisschen größeren Projekten war das dann sehr unübersichtlich. Ich habe dann auch schon relativ viele Leute, ich war da auch dabei, haben sehr früh angefangen, das dann nur noch in Fusion zu schreiben. Und das war dann halt enorm groß, weil dann ich immer dann schreiben musste, ich habe dann für jeden Tag ein Prototype erstellt. Also ein Prototype ist quasi hier, so. Das ist jetzt ein Prototype, dann wurde dann ein Tag erstellt und dann Inhalt und dann wieder, der hat dann wieder ein Array drin gehabt, wo dann die weiteren Inhalte drin sind. Und dann ist das halt auch enorm gewachsen, es war nicht so übersichtlich. Und was jetzt eigentlich passiert ist nachher, weil das halt schon viele das gleiche Problem hatten, haben wir dann angefangen, das eigentlich zu schauen, ja, wie machen das andere? Und bei React, die haben ja quasi HTML nachgebaut, auch wenn es nicht HTML ist, es ist ja ein JavaScript-Objekt. Und wir haben dann genau das Gleiche gemacht mit Fusion. Wir haben das sogenannte AFX wurde dann erfunden. Das war nicht von Anfang an im Core, sondern war am Anfang einfach so ein externes Package. Und dort wurde es dann entwickelt, kamen neue Features hinzu, es wurde verfeinert und immer wie besser. Und wo es dann wirklich fast jeder dann andauernd verwendet hat, haben wir dann gesagt, so, jetzt bewegt man das alles in den Core. Gut. Kann dann so aussehen. Oben Teil hole ich mir wieder Daten oder lege sogenannte Edit Tables an, wo ich dann sagen kann, da kann ein Text editiert werden. Und AFX ist dann quasi, ich schreibe direkt HTML so rein, wie es halt dann ausschaut. Und das ist sehr viel lesbarer und sehr viel schneller, übersichtlicher, wenn man das dann in Komponenten aufteilt. Und was wir jetzt mal kurz anschauen wollen, einfach ein kleines Beispiel, wo ich immer wieder gerne verwende. Und es ist zwar eine Headline anzulegen, wie man das erstellt. Und wir haben folgende Requirements. Und zwar wollen wir eine Headline haben mit einer Unterheadline, also eine Subheadline, inline editierbar. Und wenn beide Headlines ausgegeben werden, also wenn beide Headlines ausgefüllt sind, dann ist es im Ganzen noch mit einem Header-Tag gerappt. Und wenn nur eine Headline ausgefüllt ist, also nur die Hauptüberschrift, dann wird nur die ausgegeben, aber ohne diesen Wrapper vom Header-Tag, sondern nur einfach diesen H2-Tag. Das ist so die Vorgabe. Die kam mal von uns wirklich von der SEO-Abteilung so, dass wir das ein bisschen so gruppieren, dass es halt besser ersichtlich ist. Und ich finde das eigentlich ein ganz feines Beispiel, weil das ein paar sehr coole Features zeigt dann von Fusion. Gut, aber wir fangen nicht mit Fusion an, sondern mit einer sogenannten Node-Type-Definition. Und das passiert in Neos in YAML-Files. Eigentlich ziemlich einfach. Ich sage mit Neos, das ist jetzt der Package-Name, den habe ich so genannt. Content-Headline, ich könnte auch nur schreiben Headline. Aber es hat sich so ein bisschen herausgestellt, dass es praktischer ist, wenn man das ein bisschen so gruppiert, was es ist, dass ich sage Content.Headline oder Document. Punkt, was es dann auch immer ist, dass man es einfach ein bisschen schneller erkennt. Das muss nicht so sein, hat sich aber wieder so eingebürgert. Das Erste, woran meistens eigentlich passiert ist, dass man irgendwelchen Supertype hat, das kennt man von der JavaScript-Welt sicher, dass man sagen kann, ich erbe von diesem Übertype. Und es gibt so die paar Basistypen und einer davon ist eben Neos Neos Content. Der andere ist Neos Neos Document. Und das ist eigentlich die Hauptunterscheidung, wo dann dieser Node-Type zur Verfügung steht. Einen entweder als Dokument oder eben als Inhaltselement. Dann sage ich hier UI-Label, da beschrifte ich, sage ich Headline. Das kann natürlich auch folgendermaßen gemacht werden, dass ich hier einfach so ein I18n angebe und dann wird ein xlib-File angezogen, wo das dann multilingual gesteuert werden kann. Das geht auch genau gleich mit den Placeholdern und mit all diesen Sachen, wo man das übersetzt oder auch mit Hilfetexten, wo man sagen muss, gerade im SEO-Bereich, ja,
das ist jetzt die Beschreibung für das und das und bitte beschreib möglichst prägnant den Sinn und Unsinn dieser Seite zum Beispiel. Und das ist alles multilingual. Das ist jetzt vielleicht in Deutschland nicht so wichtig, aber in der Schweiz war es enorm wichtig, dass auch das Backend immer multilingual ist, weil es ist ein Land mit 4 Sprachen und da der französische Schweizer weigert sich, mit dir Deutsch zu reden, weil er findet, seine Sprache ist eigentlich viel schöner und umgekehrt genau gleich. Also wir haben, da sind ziemlich große Grabenkämpfe immer. Es nennt sich auch deswegen Rösti-Grabe. Ist ein Begriff, das könnt ihr sogar googeln. Gut, was wir jetzt machen, wir haben jetzt eben das Label angelegt, wir haben ein Icon vergeben, dass man da noch ein bisschen im Backend, hat man da schon ein schönes Icon dazu. Und dann gebe ich lege ich die Properties an. Und hier sage ich dann eben, ich habe das Title Property, das ist ein Type String. Es gibt ganz viele Types, es gibt Arrays. Arrays können auch Bilder beinhalten oder Assets oder was auch immer, Referenzen. Es gibt ein Type Reference, das ist dann nur eine Referenz auf eine andere Seite. Integer, Float, was auch immer. Da gibt es sehr viele Types, man kann auch eigene Types erstellen. Also da ist die Welt ist quasi offen. Dann ist auch wieder eine UI-Definition. Ich sage Inline, Editable, True und dann formatiere oder stelle ich hier quasi diesen Editor, definiere ich, dass da eigentlich praktisch gar nichts erlaubt ist, weil ich das jetzt nicht will, dass der in der Überschrift noch eine Tabelle einbaut. Und beim Subtitle ist es dann genau gleich. Mache ich das auch so. Der faule Entwickler wie ich würde jetzt sagen, das ist aber Wiederholung und das würde ich jetzt nie und nimmer jedes Mal so und so schreiben. Ich weiß, das ist jetzt auch nur ein Beispiel, wo ich verwendet habe. Es gibt Tools, dass ich da nur noch sagen kann, bitte importiere mal von dem all diese Properties und dann sage ich nur noch options.text.title und passe den Placeholder an und fertig. Wenn euch das interessiert, kann ich das nachher gern zeigen. Es gibt da so ein Package für das, auch das wieder ein Package. Das ist für schreibfaule Leute wie mich ist das ideal. Und es ist natürlich auch einfacher zu pflegen, weil ich dann einen zentralen Ort habe, wo ich alle Inline-Editoren zum Beispiel definiert habe. Gut. Und mit diesem habe ich jetzt eigentlich, mit dieser Definition gibt es jetzt für Neos dieses Inhaltselement. Also Neos weiß jetzt, ich kann es gibt die Node-Type-Headline oder Content.Headline in dem Fall. Und das ist vorhanden. Aber allein mit dem ist es ja noch nicht gemacht, weil das ganze Rendering, da ist noch gar nichts da. Also das Neos wüsste jetzt nicht, was es tun soll. Ist ja logisch. Also er weiß nicht, was es mit dem soll, aber er weiß, ich habe ein Content-Element mit Title und Subtitle. Und dort ist dann der Punkt, wo wir in sogenanntes Fusion-File reingehen. Und das finde ich jetzt einen Riesenvorteil im Gegensatz zu den Templates. Früher hatte ich ein Fusion-File und ein Template und jetzt habe ich nur noch ein Fusion-File. Und klar, CSS und JavaScript und dran auch das Zeug, das ist klar. Es gibt auch Bestrebungen, dass man das CSS dann auch wie bei CSS-Modules beim JavaScript auch so einbindet. Dort sind wir auch dran, das nochmal zu verfeinern, den Komponentengedanken. Aber das ist schon mal ein Riesenschritt nach vorne, dass man da jetzt nicht in 5 Files nachschauen musste. Wir haben wirklich diese eine Komponente, die kann man auch an mehreren Orten wieder verwenden. Aber jetzt kann man eigentlich mal auf die uns konzentrieren. Und das wir vorhin gesehen haben in diesem Teil hier, muss kurz schauen, wo. Na, hier ist es gar nicht drin, Entschuldigung. Da müssen wir jetzt in ein Template rein. Vielleicht finde ich jetzt auch gar nichts. Gut. Ich finde es gerade nicht so schnell, das ist jetzt halb so wild. Man hat halt bei Fluid eben ein komplett anderes Markup gehabt. Und mich hat es dann immer durcheinander gebracht, zum Beispiel nur eine Translation anzuziehen, war in Fluid so und in Fusion so. Und das ist für mich auch ein weiterer Vorteil. Ich muss nur noch eine Sprache lernen. Die andere, gut, wenn ich was editieren muss, dann weiß ich schon, wo nachschauen. Aber es ist für mich einfacher zu handeln, weil ich nicht irgendwie noch eine Sprache mehr mir die ganzen Sachen merken muss.
das Arbeiten geht einfach deutlich flüssiger voran. Und was wir jetzt hier machen, ist, dass ich hier eigentlich einen Titel erstelle und Neos Editable ist ein kleiner Helfer, wo mir sagt, im Backend gebe ich dir den Editor. Ich mache einen Tag drumherum. Eigentlich müssen wir hier noch sagen, Block false, weil wir jetzt da nicht in einem Block-Element sind, also kein Paragraph drin haben wollen. So. Und im Frontend gibt es mir nur das Property aus, also ohne Tag drumherum. Also zum Beispiel die Paragraphen, die 4, 5, 6 oder nur den Text herzlich willkommen oder irgendwas. Und durch das hat man eigentlich eine sehr feine Geschichte, weil im Backend habe ich den Editor, auch wenn ich keinen Inhalt habe, und im Frontend habe ich nur den Inhalt und kein Tag mehr herum und eigentlich nichts, wenn nichts ist. Und durch das habe ich auch gleichzeitig einen Schalter, wo ich sagen kann, ja, wenn ich jetzt im Frontend, wenn es nicht ausgefüllt ist, dann ist das false hier, also gibt es mir false zurück. Und so kann ich eine ganz einfache Abfrage erstellen. Das machen wir jetzt auch gerade, das seht ihr nämlich schon hier. Das kann ich sogar ganz rausnehmen, brauchen wir nämlich nicht. Aber hier seht man zum Beispiel, if has content, props, subtitle. Also hier rufe ich quasi dieses hier auf. Und weil das jetzt mir dann true zurückgibt, wenn ich wirklich was geschrieben habe, ist es da und wenn es nicht da ist, ist es nicht da. Gut. Vielleicht noch ganz kurz was übersprungen. Dieses Content-Component und auch Neos Fusion Component baut so auf vom Gedankengut her, dass ich hier oben eigentlich mir meine Daten sammle, also meine Properties hole oder irgendwelche Collections oder irgendwas halt und im Renderer verarbeite ich diese. Das ist so der Grundgedanke. Das ist genau gleich wie bei JSX, die wo React kennen. Oder auch bei Vue ist es auch ganz ähnlich. Und aufrufen kann ich diesen einzelnen Punkte, egal wie tief das drin verschachtelt ist, immer mit props.title zum Beispiel oder props.subtitle. Also früher in Neos muss ich alles in eine Kontextvariable schreiben, dass ich das dann innen drin innerhalb von einem anderen Prototyp verwenden konnte. Und so ist es jetzt quasi safe, egal wie tief das ist in der Komponente, ich kann das dort drin verwenden, aber nur innerhalb von dieser Komponente. Also wenn ich jetzt eine andere Komponente reinziehen würde, das ist nämlich auch eine weitere Stärke, dass ich jetzt sagen kann, ich könnte jetzt eine Headline in eine Headline machen. Wäre gefährlich, weil das jetzt rekursiv ein bisschen werden würde, aber ich kann auch sagen, ja, ich will jetzt hier direkt ein Prototyp so ansprechen und den direkt einbinden. Verwende ich zum Beispiel extrem viel mit so Inline-SVG-Icons, wo es dann das SVG ausliest und einfügt und so weiter und so fort. Innerhalb von dieser Komponente, der weiß jetzt nichts von Title und Subtitle, der würde gar nichts ausgeben, da würde jetzt gar nichts passieren. Wenn ich jetzt aber die Sachen übergeben würde, das würde, glaube ich, das wäre nicht so gesund. Das wäre eine Endlosschleife. Müssen wir mal probieren, was da passiert. Gut. Und das ist eigentlich schon die ganze Geschichte, wie ich dann so ein ganz kleines Inhaltselement aufbaue. Was jetzt aber noch Punkt ist, dass wir eben diese Spezialanforderungen haben von diesem, wenn du zwei hast, dann mach einen Header drumherum. Und wenn du nur eins hast, dann mach keinen Header drumherum. Und früher musste man dann immer so, ja, wenn so, dann das ganze Konstrukt und wenn dann so, nochmal das ganze Konstrukt bauen. Das ist jetzt hier nicht so wild, weil das nur zwei Tags wären. Aber wenn man richtig viel hat, wird es mühsam. Und da gibt es so einen Augmenter, heißt der. Das wollte ich einfach mal zeigen, weil das eigentlich ein ziemlich cooles Feature ist, wo nicht so viele Leute kennen. Ich habe hier dann noch drin if-render-props-title, das heißt generell, ich will immer, dass einfach ein Titel ausgegeben wird, ich will nicht, dass nur ein Untertitel ausgegeben wird. Ich könnte das jetzt auch abstellen, dann wird nur dementsprechend der Titel ausgegeben. Ich definiere hier noch diesen Fallback-Tag-Name, das ist ein Header in dem Fall, und übergebe die Klasse Headline und das andere ist so eine Klasse für Abstände, wo ich einfach da noch reinspiele.
ich habe jetzt für das Beispiel einfach Bootstrap reingezogen. Shame on me. Ich verwende sonst nicht gern Bootstrap, aber für so Themos ist es ganz praktisch, weil es auch viele Leute kennen. Ja, und wie sieht das aus? Das sieht dann so aus, dass jetzt in dem Fall hier, jetzt machen wir das auch noch ein bisschen größer. Jetzt seht ihr es, oder? Sieht einen wunderschönen Kommentar. So. Jetzt seht ihr hier den Header, die Class-Headline und dann diese zwei inneren Tags. Und unten runter habe ich jetzt mal nur die Headline. Und das Coole ist, dass jetzt der Augmenter quasi diese Klasse, wo ich im Augmenter definiert habe, in diese H2-Klasse reingeschossen hat. Also die H2 hat jetzt die Klasse Headline und diesen MY-5. Und das ist eigentlich eine ziemlich coole Geschichte, weil durch das habe ich die Möglichkeit, sehr viel Code zu sparen, weil dieses Requirement, dass ich sagen muss, ja, ich brauche ein Div drumherum, wenn ich mehrere Tags habe, aber nur eins, nur das eine Div, wenn ich jetzt nur eins habe, das kommt relativ häufig vor. Das kann schon nur ein Slider sein von irgendwas, auch wenn man es leider nicht mehr bauen sollte, weil es ein Anti-Pattern ist vom UI her. Aber wenn man irgendwie sowas hat oder eine Galerie oder nur ein Bild und mehrere Bilder, man kann einfach sehr leicht so reagieren und man spart sich wirklich viel Code, viel Arbeit und auch die Fehlerquelle wird so drastisch reduziert. Und ich habe eigentlich mit diesen 21 Zeilen Code schon ein ziemlich cleveres Teil gebaut, wo je nach Umstand verschieden reagieren kann. Und im Backend sieht es dann so aus, wenn ich jetzt hier ein Inhaltselement anlege, diese Headline, ich glaube, mein Laptop war zu, da hat er nicht ganz gecheckt. Ja? Ah. So, nochmal, ich lege jetzt eine Headline an. Dann seht ihr, es werden beide Tags ausgegeben. Der Benutzer kann direkt hier reingehen und sich die enorm kurze Überschrift ausdenken. Und bei Publish to Live wird es dann auch ausgegeben. Das macht auch Sinn, so eine lange Überschrift, oder? Aber ihr seht auch hier zum Beispiel, habe ich jetzt eine Headline, wo nur einen Untertitel angegeben ist, aber kein Titel. Ich könnte jetzt auch noch, was ich manchmal noch gerne mache, so kleine Notifications dann schreiben im Backend, so eine rote Box, wo ich dann sage, hey, du brauchst aber noch einen Titel, sonst veröffentliche ich dich nicht, sonst stelle ich dich im Frontend nicht da. Das ist, für uns ist das klar, dass es jetzt nicht ausgegeben wird, weil wir den Code geschrieben haben, aber für den Redakteur, der würde mir jetzt dann schon schnell anrufen und warum nicht. Und mit einer roten Box, wo ich eine Sekunde kurz erkläre, was da passiert, ruft er mich nicht an, sondern merkt, ah, ich muss ja noch einen Titel eingeben. Das sind einfach so kleine Hilfen. Da zeige ich euch nachher gleich noch ein kleines Demo dazu. Gut, und wenn ich das jetzt hier reloade, sehen wir die enorm lange Überschrift hier. Aber diese andere Überschrift, wo nur der Untertitel ist, wird nicht ausgegeben. Und das ist eigentlich so kann ich eigentlich sehr einfach ein Inhaltselemente bauen, wo aber in sich sehr clever sind. Also meine Headline ist jetzt wirklich nichts Wildes und ich habe genau das genommen, weil es nichts Wildes ist. Aber es ist praktisch, wenn man sich das mal anschauen kann. Und wie das ausschauen kann, zum Beispiel so eine Notification zu machen, ist, wenn ich jetzt da ein Vimeo-Teil anbinde, heißt dann hier, please add a Vimeo or URL in der Inspector. Und da ist es genau der Punkt, ja, wie soll ich dir ein Vimeo-Video zeigen, wenn ich nicht mal weiß, welchen? Jetzt gehen wir da kurz mal drauf. Mal ist das Internet schnell. So. Anschauen.
sieht nach Motorrad aus, das ist cool. Das auch, wenn Interesse besteht, zeige ich das mal gern. Ich habe mir so ein kleines Regex geschrieben. Das kann man entweder im Fusion Direct schreiben oder im PHP, wo man dann will. Wo mir dann aus dieser URL, egal ob es jetzt der Shares Links ist, weil es gibt ja 1000 verschiedene Linkarten in Vimeo und YouTube, kann man dann sich diese ID quasi rausziehen. Da kann man sehr viel machen. Und jetzt sage ich Apply. Die Meldung verschwindet. Und der Video zeigt, wird dargestellt. Was jetzt in dem Fall sogar ist, ihr seht hier, ich lese sogar noch den Titel vom Video aus und bei Vimeo ist es auch nicht so einfach, ein Vorschaubild zu kriegen, weil da muss ich quasi einen Service ansprechen und sage, ich habe dieses Video, wie ist dein Vorschaubild? Und dann kriege ich eine ganz komische URL, also S3 Amazon, kriege ich da zurück und die binde ich dann hier so ein. Und so kann ich eigentlich ziemlich einfach auch mit externen Services arbeiten und hier so einem Benutzer eigentlich ein ganz nices Erlebnis geben, wenn er jetzt da ein Video einbindet, dass er einen Titel sieht, was es ist, und wenn er jetzt sagen will, ja, ich habe jetzt da noch ein eigenes Vorschaubild, kann er das dann hier reinladen. Ich habe jetzt hier keine Bilder drin. Und wie ihr das alles machen könnt, also ich frage jetzt mal in die Runde, soll ich kurz noch dieses zeigen, wie ich das jetzt gemacht habe mit dem Videoplayer, oder interessiert es eh niemand? Wenn jetzt alle gleichzeitig reden, verstehe ich aber nichts. Ja, bitte. Sure. Wenn es jemand nicht gewollt hat, dann ist er selber schuld, er hätte schließlich was sagen können. Gut. Also, erstmal, die Player sind Open Source. Das sind die Pretty Embed YouTube und Pretty Embed Vimeo Player. Ich habe auch noch einen anderen, der heißt Player in sich. Das ist dann eine andere Geschichte. Das ist einfach ein bisschen größer. Dafür schaut es überall genau gleich aus, aber es gibt da eher auf GitHub einen schönen Vergleich zwischen diesen drei Playern mit allen Vor- und Nachteilen. Gut. Das Erste, was bei so einem Package, das habe ich vorhin gar nicht gezeigt, weil es ja nicht um die Package geht, aber hier habe ich ein paar Settings, wo ich sage, hier ist das CSS-File und so sieht das aus. Das sind so die Standardeinstellungen, die Maximalbreite vom Vorschaubild. Ich will noch einen Wrapper drumherum und habe hier so ein bisschen, wie sehen die URLs aus vom Embed, wie sind die Klassen, die kann man noch ändern, wie sind die Default, also Farbe und Erlaub Fullscreen und Preview Title, das kann man dann alles ein- und ausschalten. Und hier speichere ich quasi noch einen IL-Helper. Einmal für generell zum Benutzen, einmal noch im Label Generator, dazu später mehr. Und das Content-Element ist da hier. Und das seht ihr, dass das ziemlich kompakt ist in sich. Das sagt ihr, das kann ja nie das alles sein. Doch, das ist es quasi. Weil ich ziehe mir so viele Mixins an vom Package selber. Einfach mit der Überlegung, wenn jetzt jemand diesen Player verwenden will und sagt, ja, aber ich brauche diesen Lightbox-Klick nicht, dass es in der Lightbox öffnbar ist, da kann er das auf False setzen und dann ist das ganze Property weg. Ist ein bisschen einfacher zum Verwalten oder ein bisschen einfacher zum Editieren. Und that's it. Und das sind dann diese Mixins, sind alle hier drin gespeichert. Fange ich jetzt nicht mit dem Backend-Label an, sondern quasi zum Beispiel hier die Video-ID, ganz einfach, ist ein String, hat noch ein Label, das ist jetzt schon das Internationale, ist in der Gruppe Vimeo und ist im Text Area Editor. Und bitte lade mir das Backend neu, also lade mir die Ansicht neu, wenn das geändert hat, weil dann hat er das Video geändert, dann wird er auch das Vorschaubild ändern und der Titel im Structure Tree. Und hier habe ich dann zum Beispiel eine Lightbox, diese Boolean-Checkbox, wo ich sagen kann, ja, nein. Und das Bild will ich noch kurz zeigen. Bild, dann lege ich dann eine eigene Gruppe an. Und sage dann noch, also hier erbe ich einmal von einem anderen Package, das ist quasi nur so ein Image-Helper drin. Und hier sage ich, ja, aber ich will den Aspect Ratio auf 16:9 fixieren.
Sprich, wenn jemand ein hochformatiges Bild reinlädt, es wird einfach wirklich auf 16:9 beschnitten, dass er das sich schönen Ausschnitt heraussuchen kann und UI direkt angezeigt wird. Und so kann man eigentlich auch dem Benutzer ein bisschen helfen, dass er da nicht irgendein Bild hochlädt und dann sich wundert, dass es dann nicht so schön ausschaut. Also wenn ich jetzt hier ein Bild hochziehe, dann seht ihr, dass hier sofort dieses 16:9 Format angewendet wird. Und dass es jetzt reloaded wird und jetzt wird es verwendet, das Vorschaubild. Ja, ich habe da was gepuzzelt. Aber es ist nicht Fingerprint-Long, es ist nur ein für OAuth-Login. Aber mir hat das Icon nicht gefallen bei uns in der Firma und dann habe ich ein anderes Icon verwendet. Gut, also so viel zu der YAML-Konfiguration. Und was ich jetzt noch ganz kurz zeigen will, ist dieses Backend-Label. Was ist dieses Label? Das ist ja nicht das Label, wo angezeigt wird, wenn ich quasi hier sage Vimeo, sondern das ist dieses Label, wo hier angezeigt wird. Also im Structure Tree. So, hier seht ihr das. Und wenn ich nichts eingebe, wird einfach der Name vom Inhaltselement verwendet. Hier ist jetzt schon was angegeben. Man könnte auch sagen, bitte beachte auch noch den Subtitle. Oder wenn ich Text genannt hätte, wäre es automatisch drin. Das ist so, mit Title und Text wird automatisch beachtet. Das ist das Standardlabel. Und so bin ich auch auf die Idee gekommen, dass ich das ja überschreiben könnte. Und was ich jetzt hier eigentlich mache, dass ich hier sage, ja, wenn das irgendwie einen Titel hat, dann nimmt es oder ein Text, oder wenn es eine Video-ID hat, dann hol mir bitte den Titel von der ID, wo eingegeben ist. Und auf diese Art und Weise hat der Benutzer dann sogar im Backend im Label drin den Videotitel. Und da sieht eigentlich schon, man kann durch das so ein bisschen einen kleinen Mehrwert schaffen für den Redakteur, dass er einfach ein bisschen schneller seine Sachen findet, weil wenn ich das Video dann woanders referenziere, kann ich auch den Videotitel verwenden und das findet das Neos dann, weil das weiß, der Label Generator weiß ja dann, wie das heißt. Das ist eigentlich auch der andere Grund, das ist ganz nett. Das sind so kleine Features, wo ziemlich viele Leute nicht wissen, aber wo eigentlich enorm cool sind, also wo ich jedenfalls sehr cool finde. Gut, wie sieht das Ganze jetzt dann aus? Müsst mich entschuldigen, es ist ein Package, wo offen ist, wo ich natürlich überlegt habe, wie kann ich das so bauen, dass es möglichst praktisch weiterbar ist, weil ich das auch irgendwo bei Seiten und dann mache ich Vimeo mit Text und Vimeo mit Bildergalerie innerhalb von Slidern und was nicht, was alles aus den Kunden und den Designern immer einfällt, wo ich dann halt machen muss. Deswegen ist das Bild offener gebaut, dass es einfacher ist zu editieren. Hier hole ich mir quasi alle Properties rein, also Background ist muted, ist es transparent, place inline, weil das könnte auch ein Property sein, wenn es gesetzt ist, als Property wird das verwendet und sonst wird das Setting ausgelesen. Dann lese ich mir dieses Thumbnail aus, aufgrund von der Video-ID, schaue, ob ich wirklich ein Bild habe und sage dann, ja, wenn du live bist, dann wirst du ein Link und sonst wirst du ein Div. Vergebe die ganzen Klassen und hier übergebe ich dann wieder alle Data Embed, alle Geschichten, also Autoplay, quasi hier baue ich mir den String zusammen, wo dann für die Einbettung für mich wichtig ist. Hier setze ich dann noch einen Link, das für normal, wenn es kein JavaScript aktiv ist, ist es dann einfach ein Link auf die jeweilige Seite, wo der Video drauf ist. Und das ist die Idee, dass da eigentlich der Player sagt, okay, das ist einfach ein Link mit einem Bild auf den Player und wenn ich draufklicke, dann geht es dann nicht auf die Seite, sondern wird es dann einfach dynamisch bei JavaScript ersetzt mit dem iframe-Tag. Das ist so die Idee. Und das wird dann alles zusammengeschustert und was dann hier noch passiert, da habe ich das eine Notification und ich sage, ich habe keine Video-ID, sage ich, ja, bitte gib mir Video-ID an. Oder wenn ich kein Bild habe
oder kein Bild kriege vom Dienst, vom Vimeo, weil es ein privates Video ist, dann kriege ich das nicht raus, wie das Vorschaubild ist. Dann sage ich, ja bitte, du musst jetzt ein Vorschaubild definieren, weil ich kriege kein Bild. Und der Player funktioniert halt nur mit Vorschaubild. Weil die Idee ist jetzt bei dem, dass der Benutzer kommt auf die Seite und er muss nicht den iFrame im Hintergrund laden, sondern sind nur mal die Bilder da und dass es einfach ein bisschen mehr Speed zur Verfügung steht. Und ja, den E-Helper will ich noch kurz zeigen, wie man das auch ganz leicht machen kann. Was jetzt die einzelnen Untertypen da machen, das könnt ihr dann selber mal nachschauen auf GitHub. Hier hole ich mir quasi von der Node, sage ich, bitte gib mir diese Video-ID und mit diesem Add-Process sage ich dann, und jetzt mache ich mit dem noch was. Also hier sage ich, diesen Wert, wo ich beim Video-ID geholt habe, das ist dann dieser Value, den bearbeite ich dann nochmals. Und da habe ich dann einen kleinen E-Helper geschrieben, wo mir da aus all diesen URLs immer diese Zahl herauskriegt. Bei Vimeo ist es sicher einfach, aber bei YouTube war es ein bisschen komplizierter. Ist auch viel länger. Das ist dann so ein Regex halt, wo man dann mal einen langen Abend schreibt. Und aus dem heraus kriege ich dann diese Video-ID. Und mit einem weiteren E-Helper, wo ich dann sage, bitte gib mir jetzt dieses Thumbnail vom Vimeo-Player, weil ich das nicht aus dieser ID herauslesen kann, ist dann dieses mit dem Open Embed gebaut, wo ich das einfach übergebe und noch eine Breite, damit ich auch ein möglichst gutes Bild kriege. Und hier lade ich mir dann quasi das rein und sage, okay, hier gib mir bitte den Titel vom Bild oder hier gib mir bitte das Thumbnail vom Bild. Und so kann ich eigentlich schon ganz, ich bin kein PHPler. Wenn du den Fehler entdeckt hast im PHP-Code, glaube ich dir gern. Aber so kann sogar ich, wo ich kein PHP schreibe, ganz einfach kurz einen externen Service anschmeißen, wo mir dann Informationen gibt, wo ich dem Benutzer dann wieder übergeben kann im Backend, dass er sich ein bisschen besser zurück oder ein bisschen besser zurechtfindet. Und da seht ihr eigentlich an ganz kleinen Beispiel jetzt, wie einfach und wie simpel man sich eigentlich schon so ein Inhaltselement bauen kann, wo in sich dann schon super funktioniert und stabil funktioniert. Also dieses Pretty Embed YouTube, so die Schwester vom Vimeo, das war so mein allererstes Package, wo ich geschrieben habe. Ich war ein paar Monate im Neos-Einsatz und habe das mal geschrieben. Und wenn ihr so die alten Releases anschaut, seht ihr auch den Code, wie der sich entwickelt hat. Der wurde immer wieder verändert und immer wieder bearbeitet. Aber das Teil in sich hat immer super funktioniert. Ich habe noch 5 Minuten. Gut. Und was ich einfach wirklich sagen kann, dass es wirklich einen Heidenspaß macht, an dem Zeug zu arbeiten. Es macht wirklich Spaß. Also vor ein paar Wochen war meine kleine Tochter krank und ich habe dann, und meine Frau auch und auch die Großmutter davon, also ihre Mutter, und dann musste ich daheim bleiben. Und so nach 4 Tagen zu Hause habe ich dann gesagt, ich freue mich so wieder auf die Arbeit, weil ich habe es richtig vermisst. Weil es wirklich cool ist, macht wirklich Spaß, sich so die Daten zusammenzuholen. Klar, auch so ein Package zu schreiben und das irgendwie aufzubauen, zu überlegen, wie das funktioniert, das macht wirklich Spaß. Und das möchte ich jeden hier eins auch ermutigen. Auch wenn das Package, am Anfang habe ich gedacht, das interessiert sicher niemanden, dass ich so ein YouTube-Package baue. Ich habe es dann trotzdem gemacht. Es hat dann doch ein paar Leute interessiert, weil es hat ein paar tausend Downloads. Also haltet euer Knowledge nicht zurück. Und so das Argument, ich bin noch nicht gut genug für das, stimmt auch nicht, weil man wird ja besser, wenn man es publiziert. Weil dann jemand sagt, du, ich habe da eine kleine Verbesserung. Da sagt dann niemand, was bist du für ein Idiot? Jemand, wo dir so schreibt, das ist der Idiot. Aber ich habe so die Erfahrung gemacht, dass dann jeder schnell kommt und sagt, hey, cooles Package, danke, ich habe da eine kleine Verbesserung. Oder ich habe das jetzt noch schnell auf Französisch übersetzt oder auf Italienisch und das ist wirklich cool. Das macht riesen Spaß. Deswegen kann ich das wirklich auch wärmstens ans Herz legen. Das ist wirklich cool. Gut. Kurze Rede, lange Sinn. Oder umgekehrt. Sind noch Fragen da? Ja.
Also ob das Fluid unter den Tisch fällt. Also die Frage war, ob AFX Fluid ersetzen würde. Also wie ich arbeite, hat es eh schon lange ersetzt. Aber also Neos Fluid ist ein externes oder ein Package, wo hinzugeladen wird. Und AFX ist auch ein Package, wo hinzugeladen wird. Am Anfang war AFX noch nicht Default drin. Jetzt ist es dann schon bald wahrscheinlich auch mal Default drin, aber Fluid auch. Und ich glaube nicht, dass dieser Connection Point völlig verloren geht. Man könnte sich auch, da müssen wir dann den Sebastian fragen, der weiß es sicher mehr, aber man könnte auch Twig oder sowas einbinden. Das würde sicher auch gehen. Und das ist ja die Erweiterbarkeit von Neos. Also wenn jemand sagt, ich bleibe lieber bei Fluid, dann ist das völlig okay, da ist auch überhaupt niemand böse. Aber ich sehe jetzt nie keinen Grund, dass wir sagen würden, ja, wir lassen es jetzt völlig fallen. Klar, wenn jetzt niemand mehr das verwendet, aber die Connection Points stehen ja, also da muss nicht mehr viel entwickelt werden. Weil Fluid ist ja ein externes Package. Dankeschön.